Ich finde ja auch immer die Beschreibung da immer so richtig super drauf. Realismus bis was weiß ich was. Die realistischen... ja. Realistischste Simulation auf diesem Planeten. Spielen die Polizist. Seien sie Polizist. Leben sie wie ein Polizist. Und was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall immer so schöne Phrasen und alles viel zu extrem. Viel zu übertrieben dargestellt, aber... Naja, warum nicht? Ich merke, ich sage zu viel aber und weil. Und weil. Ja, auch nicht schlecht. Zermatscht Zombies. Matschkürbis, ja. Matschwarzen-Zürbis. Kürbis. Ja, ja, doch, das reicht nicht. Ach, guck mal, da ist wieder der belesene Zombie. Dann der Zombie, der auch irgendwie, wie auch immer, an einem Eimer rankam. Und natürlich wieder Mr. Football. Den mag ich ja besonders gern, weil er auch so einfach zu zerstören ist. Sehr einfach zu zerstören. Ups. Ja, ich denke, wir machen noch das Level hier und dann machen wir mal wieder einen Break für heute. Wir wollen ja nach und nach durchspielen und nicht alles auf einmal machen, ne? Hallo? Wir wollen uns ja nichts kaputt machen hier. Und falls ihr noch nicht gesehen habt, warum auch immer, sei es, ich habe es zu spät hochgeladen oder hat euch nicht interessiert, wie auch immer, oder seid... übersehen. Ich habe auch Slender gespielt. Ich weiß noch nicht, wie also bis dato, wo dieses Video hochgeladen ist, werde ich es wohl wissen, aber jetzt, wo ich gerade aufnehme, weiß ich natürlich nicht, wie die Leute das fanden. Aber ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Ich hoffe es. Es wirkt immer ein bisschen komisch, mit jemandem zu sprechen, der gar nicht da ist. Aber jetzt könnte ich wieder ganz böse sein. Nee, lasse ich lieber. Hast du direkt Urlaubsfeeling hier? Wieder scheiße platziert. Ja, sehr scheiße war das. Das war dumm. Na komm, tu mir mal den Gefallen. Gott. Ja, ich habe natürlich keine Sonnen mehr. Ich habe ein Geschenk. Minispiel freigeschaltet. Yay. Cool. Jetzt muss ich langsam anfangen, hier wieder was hinzubasteln. Ich merke langsam, ich komme nicht mit. Ja. Sag ich ja. Ich habe dummerweise auch noch viel zu wenig Sonnenblumen. Oh Gott, ey, wie aggressiv dieses Vieh wird. Ich hätte ja auch instant Bock, jetzt gerade mal Walking Dead zu let's playen. Ja. Ich glaube nur, dass mein Laptop nicht mitmachen möchte. Super, ich habe natürlich wieder voll falsch die Sonnenblume, Erbsenkanone hingebaut.
Ach, da ist ja noch einer von denen. Danke. Müsste ich jetzt mal aushelfen hier, der Kollege. Momfit überlebt das schon. Ja, bisher klappt's ja ganz okay. Ja, jetzt habe ich langsam auch genug Sonne. Ja, das reicht aber jetzt, glaube ich, völlig langsam. Ja, das passt alles. Riesige Welle von Zombies nähert sich. Obwohl, bei Zombies sind... DayZ wäre ja auch nicht mal so schlecht. Ach komm, machen wir jetzt einfach. Komm, gib's ihm. Ja, das würden wir dann jetzt auch schaffen. Beziehungsweise haben wir sogar geschafft. Ach, die Blume, die in drei Reihen verballert. Könnte so ein bisschen aus Disney World stammen. So, dann gucken wir nochmal schnell, was wir für Folge hier gemacht haben. Da haben Level 30 Münzen in Folge sammeln, ohne dass welche verschwinden. Ja, Kinders. Kinders. Wahrscheinlich ist bestimmt jemand von euch älter als ich. Ach, guck mal, nochmal schnell, was wir für ein Minispiel freigeschaltet haben. Ah, okay, drei Stück. Naja, gut. Kommen wir dann zurück. Drücke Escape. Ah, ne, da unten steht zurück zum Menü. Ja, dann würde ich mich jetzt mal verabschieden. Da haben wir wieder unsere geballte Ladung für heute fertig. Ja, haben wir jetzt 20 vor 10. Ist nicht spät. Aber ich muss ja auch früher aufstehen. Obwohl. Naja. Wenn ich spätestens 20 vor 9 aufstehe, sind andere schon am Arbeiten. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns demnächst. Was heißt demnächst? In der ersten nächsten Aufnahme. Sei es von euch aus gesehen so oder so am nächsten Tag. Sehen wir uns dann im Abenteuermodus Level 3 oder 3-3 wieder. Also ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao. So, und da sind wir auch wieder. Zum wievielten Teil mittlerweile? Ich glaube, durch die Aufnahmepause sind wir jetzt im 9. Teil. Und sind im Level 3. Ich würde eigentlich sagen Welt 3, Level 3, aber das macht in dem Kontext nicht viel Sinn. Ja, wir sind jetzt im auf der anderen Seite des Gartens mit Teich. Dürfen unsere Pilze ja nicht benutzen, weil es Tag ist, aber können dafür alles andere benutzen. Ich meine, dabei ist es gerade gestern Abend gewesen,
müssten wir jetzt die Dreierpflanze haben, die also die in drei Reihen schießt. Jeweils einen in drei Reihen. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir mal fort. Ach du Scheiße, der Typ, der schwimmt, der ist... Schnorchelzombie. Zack. Oh, Entschuldigung. Machen wir das da zuerst. Ah, ne, die kostet 3,25, das ist zu teuer. So, mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. So. Ah, knirsch, knarrisch. Ach, ich sehe gerade, ich habe meine Playstation angelassen. Mensch, Mensch, wie kann man sowas nur machen? Dabei bin ich ja eigentlich ein Xboxler. Xbox. Sag mal, ein Xboxler? Keine Ahnung. Also primär spiele ich eigentlich auf der Xbox. Entschuldigung. Sollte so nicht passieren. Aber man muss auch mal fremd gehen, wenn man sieht, dass ganz gute Sachen auf der hauseigenen. Auf der Konsole, die man zu Hause hat, nicht existieren. Sowas wie zum Beispiel Metal Gear Solid 4. Ich bin ja ein ultra krasser Metal Gear Solid Fan. Boy, im Grunde schon. Weil für mich gibt's als Serie nichts Besseres als Metal Gear Solid. Also. Für mich geht dann Metal Gear nichts vorbei. Deswegen, also ich habe alle Teile hier. Ich habe Teil 1 in der schlechten deutschen Synchro. Dann habe ich Teil 2 ungefähr dreimal. Sons of Liberty ist ja die Standardversion, PlayStation 2. Dann habe ich noch für die Xbox die Substance-Version. Und dann habe ich für die Xbox 360 noch die HD Collection, wo Teil 2 drin ist und Teil 3. Teil 3 habe ich nämlich auch dreimal. Zweimal auf der PS2, Standard plus Subsistence. Und dann auf der HD Collection. Naja. Wirkt ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Oder komisch, sagen wir mal so. Kann ich auch nachvollziehen. Also wenn einer sagt, du bist ja hirnrissig, du kaufst dreimal im Grunde die gleichen Spiele. Naja, so bin ich. Ich habe auch zweimal Spider-Man DVD. Naja. Ne? So ist das. Einmal in der, ja, sagen wir mal, ich sag einfach mal auf gut Deutsch Pappschuber Collection. Die es damals beim Mediamarkt für einen 10er gab, anstatt 30 Euro. Ja, und Teil 2 habe ich dann nochmal als Steelbook Edition. Naja. Ich brauche ein bisschen lang zum Reden. Weil ich immer noch ziemlich müde bin. Ich merke nämlich, ich nehme mir viel zu viel Zeit fürs Let's Play. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen... Also das Aufnehmen ist nicht das Problem. Es ist eher das Problem, dass das Rendern ewig braucht. Also wirklich ewig. Ja, wir waren jetzt bei Spidey und Metal Gear, genau. Die Teile habe ich jeweils zweimal. Also... 2 und 3. Ich werde schon müde vom Reden, ja. Dann habe ich Teil 4 jetzt, mittlerweile. Leider in der ultra hässlichen Platinum-Verpackung.